Dann freue ich mich, dass Makro hier ist von der Seabase Crew. Du möchtest was über dieses Roadmovie erzählen. Und ich glaube, das läuft auch diesen Freitag hier in der Seabase. Cool, dann will ich mal gar nicht so viel vorwegnehmen. Ja, hallo. Wie schon angekündigt, es geht im Grunde darum, dass wir diesen fantastischen Film Traceroute von Johannes Grenzfurtner am Freitag hier zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch den Johannes kennt. Das ist ein Künstler aus Wien, ein sehr spannender und wilder und verrückter Typ. Und der ist 2016 von der Ostküste zur Westküste gereist mit seiner Kamera und hat sich so dem Thema Nerdkultur gewidmet und dieses Thema sehr breit angegangen. Also da geht es eben nicht nur um Hackerspaces, sondern um alles, was dazugehört in dieses ganze Universum. Also Science-Fiction-Autoren kommen da zu Wort, Sprachwissenschaftlerinnen und ja, alle möglichen Leute. Das ist ein sehr persönlicher Film von ihm und wer ihn kennt, weiß, der nimmt sich auch nicht ganz so ernst und das macht den Charme dessen aus. Das ist also nicht so eine Beweihräucherung der Nerdkultur, sondern es ist tatsächlich ein ganz spannender Einblick und deswegen habe ich mal den Trailer hier, der einfach jetzt hier die ganze Präsentation abläuft. Und kann man das auch klicken? Nee, das ist ein Video, das ist ein YouTube. Dann, ja. Ja, ich erzähle dann schon mal, dass es am Freitag hier gezeigt wird, in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir total froh sind, dass der Johannes auch dabei ist und danach auch hier eine Panel-Diskussion mit ihm stattfinden wird. Die wird dann auf Deutsch sein. Der Film ist in Englisch mit deutschen Untertiteln. Und danach gibt es noch Setschmo, der ein bisschen Musik macht zum Tanzen. Und ja, Eintritt ist frei. Das heißt Traceroute. Noch so Johannes. Johannes Grenzfurtner. Nee, mit F. Furt. Furt, ne? Bist du sicher, dass das schon auf YouTube war? Ja. Okay. Der Nordfilm? Nee, sieht falsch aus. Aber obwohl es. Möglicherweise. Also es ist auf jeden Fall der Richtige. Das was? Long before Gloob, the glorious emperor of the Heliogauts conquered the upper spiral leaf. Ich stehe hier neben Johannes Grenzfurtner, dem einen der Headliner unseres Austin Film Festivals 2016. Lieber Johannes, könntest du bitte über deinen Film sprechen, Traceroute? Ja, natürlich kann ich das. Freue mich sehr, dass Traceroute oder Traceroute eigentlich beim Austrian Film Festival gezeigt wird, weil das Austrian Film Festival in der besten Tradition ja ein Independent Festival ist und da gibt es ja gar nicht so viele in Österreich und Traceroute auch eine sehr Independent Produktion ist, weil wir haben das für $10,000 gemacht, also weniger als 10.000 Euro und viel mehr Independent geht eh nicht, das ist ja schon Microfilmmaking sozusagen. And sure. Master Decrier of the Tetroclast Hegemony learned about his ill-fated alliance with the Hunchbacks. Ja, Traceroute ist eigentlich gleichzeitig ein sehr autobiografischer Film, weil es über mich persönlich geht, aber auch eine generelle Reflexion über Politik und dem, was halt so abgeht in der Welt, anhand des Nerd-Begriffs.
weil ich bin immer schon ein Nerd gewesen und auch stolz darauf, selbstbekennender, wurde mit der Zeit dann wegen Monochrom und meiner anderen Projekte eigentlich quasi bin ich so in die Künstlerecke gewandert, aber in mir selbst bin ich immer noch jemand, der sich mit Plastik Darth Vader spielt in meinem Kopf und so ein richtiger Nerd und der frühen Stunde. Many eons ahead of the quasar of Salmak ejecting its first gamma ray. But only a year after Watergate, a very specific cisgendered male-bodied, profoundly hyperopic human first crawled over the sugar beet fields of the small nation state of Austria. Und die Frage war, die habe ich mir schon lange gestellt, ist, wo komme ich eigentlich her, aus welcher Kultur komme ich und was ist mit dieser Kultur passiert? Weil damals noch, ich bin in den 75er-Jahrgang, so in den frühen 80er-Jahren, wie in der Volksschule war, da habe ich dann aufs Maul gekriegt dafür, dass ich Nerd war, weil das halt niemand cool gefunden hat und wer hat sich halt für Science Fiction und für Computer interessiert. Und mittlerweile sind die Leute meiner Generation die Leute, die eigentlich die Welt regieren. Das sind die Leute, denen Google gehört und andere größere Konzerne. Also die Frage ist, der Nerd ist so ein ganz eigenartiger, so ein privilegiertes Untergrundding gewesen, weil man hat sich natürlich nur mit einem gewissen Geldvorrat quasi auch die Computer kaufen können. Das heißt, es war nicht jeder sozusagen hat automatisch Nerd sein können, weil das ja auch Geld gekostet hat. Aber es war trotzdem so eine eigenartige Außenseiterposition. Ja? Und mittlerweile haben die Nerds die Welt erobert und dem möchte ich ein bisschen auf den Grund gehen. They named him Johannes Grenzfurtner. And he grew to be part of a strange and wondrous class of privileged outcasts, the nerds. Und die Idee war, ein Roadmovie zu machen. Das heißt, ich fahre von der Westküste in Amerika zur Ostküste in Amerika und fahre zu all den Locations, wo Filme gedreht worden sind, die für mich damals interessant waren, also wie War Games zum Beispiel von 1983 oder der Grabstein von H.P. Lovecraft, weil ich halt als junger Bub ein großer H.P. Lovecraft und Cthulhu-Fan war und so. Und ich klapper diese ganzen, wie eine Pilgerfahrt sozusagen, ich klapper diese ganzen Locations und auch Leute ab und führe viele Interviews, um darüber zu reden, was ist ein Nerd, was kann ein Nerd heute noch sein, was war er damals, und es ist eine recht lustige, gleichzeitig sehr politische und reflektive Tour de Farce, die so zwei Stunden dahin geht. First, they were ridiculed, spit on and stereotyped in situational comedies, but later they ruled the minds and markets of their planet with iron fists and 20-sided dice. Und ja, kommt zum Festival. Es wird sicher viel Spaß machen. Wir haben ganz tolle Filme heuer und einer der wirklich großartigen Filme ist Traceroute. Ja? Ja. Johannes had laughed and cried with his nerdy peers, but when he turned 4 decades old, he decided to dig deeper and learn more about himself and his people. He went on a glorious journey, a pilgrimage, a road trip, to challenge the ghosts of nerddom's past, present, and future. Yeah, he's actually licking the Terminator. Yes, I am. No, this is what nerds do, it's fine. Witness Johannes' tour de farce on 2-dimensional digital video, or die in the fire caves of Kirk, where they never serve microbrewed lager. Genau, also hier nochmal das Datum am Freitag um 8 und falls ihr noch was mehr lesen wollt, monochrom.at/traceroute, da findet ihr mehr Informationen und alles mögliche Wissenswerte. Ich habe noch einen zweiten Event mitgebracht, den ich euch kurz vorstellen will. Es gibt nämlich in der Seabase auch eine Theatergruppe, das Theater-Kollektivdrama. Und ich gehöre dazu. Wir haben jetzt unsere dritte Produktion geschrieben und die wird hier aufgeführt am 23., 24., 25. Februar. Und das wird ein Science-Fiction-Stück sein,
Und es steht unter Creative Commons später, wie alle unsere Stücke. Und es ist dringend empfohlen, dass ihr euch da Plätze reserviert. Könnt ihr machen unter c-atre.de. Der Eintritt ist frei. Und das wird ein großer Spaß. Vielen Dank.